Bist du bereit, dich voll und ganz auf dein Glück zu verlassen? Wenn ja, dann komm näher. Wir starten heute eine Challenge, die zeigen wird, zu wem Fortuna gnädiger ist. Der Unterricht macht doch gleich viel mehr Spaß, wenn man was Schönes naschen kann. Da hast du recht. Ich nehme mir noch ein Nugget. Hey, Lilly. Ich habe ihn als erstes berührt. Lass uns es auf eine faire Weise entscheiden. Hurra, er gehört mir. Ted, du bist heute überhaupt nicht konzentriert. Komm bitte an die Tafel. Du darfst diese Gleichung hier lösen. Ich glaube, die Antwort ist die hier. Wunderbar. Dafür gibt's eine ungenügend. Muss das unbedingt sein? Oh, ist das ekelhaft. Das hast du dir verdient. Mach's gut. Oh mein Gott, das ist Andy. Sehe ich denn auch gut aus? Na also. Viel besser. Oh, hallo Lilly. Oh. Ich lenk dich ab. Ja, okay, ich spiele mit dir. Aber nur, wenn du mich dann in Ruhe lässt. Ich habe gewonnen. Also darf ich dir dein Make-up machen. Los, flieg deiner Liebe entgegen. Was ist das denn für ein Clown? Na, endlich kann ich in aller Ruhe was essen, solange Ted nicht da ist. Wer hat das denn hier gelassen? Oh nein, da kommt er wieder. Hallo Lilly, freut mich, dich zu sehen. Wenn du schon da bist, wollen wir spielen? Na, gerne doch. Gewonnen! Warte, ich habe eine Überraschung für dich. Etwas ganz Leckeres. Diese Suppe mache ich extra für dich aus. Diesen Pommes und Früchteüberresten. Und diese halbleeren Cola. Sieht doch vielversprechend aus, nicht wahr? Jetzt noch schön schütteln. Und guten Appetit. Das sieht ja eklig aus. Oh nein, ich kann das nicht essen. Was, gefällt es dir etwa nicht? Aber ich habe mir solche Mühe gegeben. Tut mir leid, ich muss los. Wieder so eine langweilige Stunde. Kinder, ihr müsst lernen, klassische Musik zu verstehen. Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen Spaß. Wollen wir spielen? 1, 2, 3, los! Ich habe wieder gewonnen. Hört ihr das? Das ist doch himmlisch. Hey, yo, 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 ich stehe auf Hip-Hop und eure Klassik ist was für Langweiler. Und das hier nennt sich Breakdance. Schon mal was davon gehört? Hey. Lilly, bist du denn noch ganz bei Trost? Mach, dass du aus der Klasse kommst. Also dein Benehmen im Musikunterricht hat uns alle zutiefst schockiert. Ich bin enttäuscht von dir. Verzeihung, ich mach das nie wieder. Wer ist das denn? Tut mir leid, das ist dringend. Ja, hallo? Na, endlich schreit er nicht mehr. Ted, was machst du denn hier? Du willst schon wieder spielen?
Na, endlich habe ich gewonnen. Es wird Zeit für meine süße Rache. Also, wo waren wir stehen geblieben? Lilly, bist du das? Ja, ja, ich bin es. Was ist das hier denn, bitteschön? Hm? Hallo? Ich werde euch eine Lektion erteilen. Wegen dir müssen wir jetzt diese Kaugummis abkratzen. Es wird Zeit, dass ich mich so richtig entspanne. Schon wieder du. Danke. Dieser Cocktail sieht herrlich aus. Wo ich schon mal da bin, wollen wir vielleicht spielen? Yes! Steh auf, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Du willst, dass ich als Kellnerin arbeite? Hey! Entschuldigung. Dürfte ich Sie bitten? Ich hätte gerne noch einen Cocktail. Sicher doch. Was für ein Service. Soll ich das oder das nehmen? Hallo, komm schon. Wir kommen zu spät zur Party. Lass uns spielen und ich helfe dir, was auszusuchen. Na gut, diesmal bist du die Glückliche. Ich soll das hier anziehen? Oh nein. Genau so und nicht umgekehrt. Was für eine coole Party. Wer ist das denn? Hallo? Du meine Güte, ist das witzig. Das muss ich dringend fotografieren. Seltsam. Ted sieht so gelangweilt aus. Hey, was hast du? Ist doch witzig. Willst du etwas Punsch? Hier. Oh nein, ich habe eine bessere Idee. Was hat er vor? Die Tüten haben wir. Jetzt kommt da Punsch rein. Lass uns herausfinden, wer die anziehen wird. 1, 2, 3, los! Hurra, ich bin es nicht! Oh nein, das ist so nass! Du siehst klasse aus! Lass uns tanzen gehen! Oh ja, tanzen ist genau das, was ich jetzt will. Schaut euch Ted an! Ein echter Star des Abends! Alle haben ihren Spaß und ich bin so ganz alleine. Aha. Mann, Andy ist schon wieder von lauter hübschen Mädels umgeben. Mhm. Ich weiß nicht einmal. Wie ich ihm nahe kommen soll. Mann, er ist so süß. Na, schon wieder am Schwärmen? Komm, ich lenk dich ein bisschen ab. Yeah, ich hab gewonnen. Das heißt, du machst jetzt Folgendes. Das wird dir helfen, Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Und was soll ich jetzt machen? Hallo an alle. Danke dir, Ted. Jetzt lachen mich alle aus. Lilly, geh nicht. Lass uns tanzen. Oh nein, schon wieder diese Zuckerwatte.
Meine Frisur ist so gut wie fertig. Nur noch ein bisschen Haare föhnen. Oh nein, ich glaube, ich habe Spliss. Den muss ich wohl abschneiden. Aber zuerst spielen wir. Ich hab die Nase voll von dir. Ich hab schon wieder gewonnen. Und das bedeutet, dass ich dich frisieren darf. Das ist überflüssig und das hier auch. Und das schneiden wir kürzer. Und asymmetrische Schnitte sind doch gerade total in. Was hast du angerichtet? Wie soll ich jetzt bloß aus dem Haus gehen? Aber ja, danke. Den Spliss bin ich los. Du machst dir Tattoos? Warte, lass uns spielen. Ach, du hast schon länger nicht verloren, was? Na, gerne doch. Unentschieden, noch einmal. Na, endlich. Jetzt mach ich dir mal ein Tattoo. Dann mache ich dir auch eins. Mal sehen, was du dazu sagst. Na gut, jetzt müssen wir beide zu Hause bleiben, bis die Dinger wieder ab sind. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wollen wir weitermachen? In Farbe sieht das ja noch besser aus. Oh oh. Da hast du recht. Wir hoffen, dass du stets Glück haben wirst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.